Und da ist er! Ja! Hallo, da freut er sich über sein Auto. Ja, ja. Kein Ding. Ich würde auch einem Typen vertrauen mit einer geilen Hundemaske. Abgeliefert. Wieso bekomme ich einen Dollar weniger? Kundenzufriedenheit? Ein Dollar weniger? Willst du mich verarschen? Also normalerweise bekommt man Trinkgeld einen Dollar mehr und der zieht einfach einen Dollar ab. Also Junge, ich bin zufrieden, kriegst du einen Dollar weniger. Hallo und willkommen zurück zu GTA Online vom Tuner Update mit Tommy. Hallo. Jetzt haben wir zwei weiter. Der Bankauftrag oder der Lostauftrag? Ja, machen wir den ersten, oder? Bankauftrag. Direkt 6 Banken. Hallo. Könntest du dich bitte ein bisschen beeilen mit dem Geld schaufeln? Ich muss noch zu zwei anderen Banken. Danke. Gesundheit. Auto. Komm, steig rein, Burger. Lecker mit Chicken, mit Fries und Burger. Ab geht die Party. Und die Party geht ab. Und ich sag, ab in den Süden. Ich erinnere mich an die eine Folge, wo du nicht mitsingen wolltest. Ja. Und ich sag, ab in den Süden. Der Sonnenteer, was geht? Der Sonnenteer, was geht? Und ich sag. Hallo? Kennst du das Junge? Ja, kennst du das Lied nicht? Doch. Ja, dann sing doch mit. Hihi! Hui! Ja! Oh, ups. Hat das super geklappt. Servus. Servus. Ganze Gang hier. Servus. Hallo Lady. Na? Wäre schön, wenn ich dich mal treffen könnte. Ich hab die Ladung. Yep. Cool. Komm auf die Schnauze. Oh, schade. Ah, okay, du musst auch noch einen einsammeln. Okay, hallo. Die Polizei wird alarmiert, wenn die Sicherheitskamera beschädigt wird oder du dich in ihrem Sichtgebiet befindest, während du den Signalstörer an die Alarmanlage anbringst. Ja, komm, dann dürfen wir es ja auch nicht aus Effekt machen, oder was? Nee, ja, einfach, die dreht sich aber um. Und die Nummer 4. Perfekt. Perfekt. Schön. Ich hab 10.000 bekommen. Ich hab gar nichts bekommen. Ich bringe wie immer das meiste und bekomme immer gar nichts. Ein richtigen Arschtritt nochmal dazu. Ja. Das Lagerhausmanagement. Ja, halt die Fresse. Ich weiß, dass mein Lagerplatz voll ist. Du bist sofort, du bist Chef von einer Firma und dann rufst du deinen Mitarbeiter an und sagst so, ey, Chef, ey, unser Lager ist voll. Und du so, halt die Fresse. Aber Chef, ich bin neu, ich bin gerade Praktikant. Junge, halt's Maul jetzt. Hast du das schnellere Auto? Nö. Und was hast du? Mein Burger-Auto. Ja, du bist schneller als der, wo ich fahre. Servus. Hä, war das lächerlich. Wie du hingefallen bist, geil. Ey, Boss, ein weiterer Kunde hat sein Auto in deiner Werkstatt gebracht. Ja, ja, let me. Halt die Fresse. Jeden Mitarbeiter, den du kennst, aber die ganze Zeit halt die Fresse sagen. Na, Chef, da wir ja die Schweiz gefühlt. Halt die Fresse. Geh arbeiten. Was bezahle ich dich? Achtung. Servus. So machst du dir neue Freunde. Ja, aber so perfekt einfach umgekickelt, Alter. Oh ja. Ja. Dann würde ich sagen, was für diese Folge von GTA Online. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach unten da, lasst ein Abo da, schau bei Tommy vorbei. Schau bei Reitschen vorbei. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.